So, ja, also unser Projekt ist Source Exchange, was gut lief und was wir auf jeden Fall gelernt haben. Was ist denn überhaupt Source Exchange? Das ist eine kollaborative Webseite zum Quellenaustausch über politische Themen. Was das Ziel davon sein soll, ist auf jeden Fall die Filter- und Meinungsblase, die ja eigentlich jeder irgendwie von sozialen Medien kennt, zu durchbrechen, da man verschiedene Quellen aus verschiedenen Seiten auf einer Seite aggregieren kann und jeder auf ganz, ganz viele verschiedene Quellen zugreifen kann. Das Resultat, das wir uns daraus erhoffen, sind sehr kontroverse Diskussionen, die nicht nur auf einem Standpunkt basieren, sondern auch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen mit einbeziehen. Jetzt kommen wir zu den Herausforderungen. Also wir haben mit einem PHP-Framework gearbeitet, was nur einer Person aus unserer Gruppe wirklich bekannt war und die anderen mussten das erst lernen. Das nächste Problem ist gar nicht wirklich ein technisches Problem, sondern ein soziales Problem quasi, wie wir die Links moderieren können, weil es gibt ja auch Links, die einfach dann nicht faktenbasiert sind, die Artikel. Und wie kann man damit umgehen? Weil es sollen ja auch verschiedene Meinungen da stehen, aber es gibt auch nicht faktenbasierte Artikel und die müssen wir natürlich löschen. Und die Datenbank wollte nicht so, wie wir wollten. Das war auch teilweise ein bisschen schwierig, aber am Ende hat es dann funktioniert. Ja, dann was hat gut funktioniert? Also erstmal die Zusammenarbeit war so gut, war super. Also wir hatten eine gute Arbeitsatmosphäre und das hat auch gut funktioniert. Dann wir haben viel Neues gelernt, zum Beispiel eben über dieses PHP-Framework, das am Anfang nur eine Person aus der Gruppe konnte. Das sieht jetzt besser aus. Und wir hatten auch relativ schnell gute Ergebnisse, nachdem so die ersten Herausforderungen gelöst waren. Wie bereits angesprochen, haben wir das Ganze mit dem PHP-Framework Symfony umgesetzt. Das macht einfach viele Dinge im Leben ziemlich viel einfacher. Somit können wir uns auf die wirkliche Funktionalität der Applikation beschränken und müssen nicht irgendwie uns noch mit nervigen Kleinkrams rumärgern. Im Frontend, also was der Benutzer am Ende sieht, haben wir HTML, CSS und Bootstrap verwendet. Bootstrap ist ähnlich wie Symfony, macht einfach vieles einfacher. Und als Datenbank, mit der wir, wie bereits angesprochen, viel Spaß hatten, haben wir eine MariaDB. Und die läuft hier auf Alpaca 3, ein kleiner Raspberry Pi, den haben wir lieben und hassen gelernt. Also im Moment haben wir uns jetzt vor allem darauf konzentriert, eben neue Themen zu erstellen oder ja, das umzusetzen und eben zu diesen Links hinzuzufügen. Bis jetzt haben wir eben noch nicht geschafft, das mit den Kommentaren zu machen, dass man eben entsprechend basierend auf diesen Links dazu kommentieren kann. Und als nächstes sind wir auch noch dabei, diese Links mit Text bewerten zu können. Das heißt, dass derjenige, der Links praktisch dort angibt, diese selbst schon mal bewerten kann als zum Beispiel seriös oder kontrovers. Jedoch auch die Leute, die sich das später anschauen, das auch bewerten können. Also das hier ist unsere Startseite. Das hier ist unsere Startseite und hier kann man ja schon sehen, dass wir die unterteilt haben in die neuesten und populäre Themen. Und da kann man ja auch eben auch entsprechend draufdrücken. Und hier werden jetzt die verschiedenen Links angezeigt und rechts kann man auch neue Links hinzufügen. Hier kann man ja schon die Tags sehen, die wir jetzt schon mal hinzugefügt haben, jedoch sind die noch nicht mit dem Backend verbunden. Und oben kann man ja schon sehen, dass wir jetzt eingeloggt sind, jedoch ja, haben wir auch eine Login-Seite. Ja, das hier ist praktisch, hier kann man ein neues Thema erstellen und entsprechend erstmal Titel und Beschreibung hinzufügen und im nächsten Schritt dann entsprechend Links hinzufügen. Vielen Dank.